willkommen in der Saison 2018-19 bei den Baker Dukes. Zum Start der Saison haben wir uns gleich den Rückkehrer geschnappt. Momo Laneker hier bei uns. Gehen wir es an, Momo. Die Frage, die sich ganz los in Neuburg stellt, ganz Österreich. Warum bist du wieder da? Warum bin ich wieder da? Ich wollte vor 2 Jahren unbedingt ins Ausland. Habe das die letzten 2 Jahre irgendwie abgeschlossen. Also es hat viel mitgespielt, das war nicht nur für Basketball, auch lebenstechnisch wollte ich unbedingt ins Ausland. Und das habe ich zusammen mit der Freundin machen können. Und wir haben das so geplant, dass wir 2 im Ausland sein wollen. Und wenn das nicht mehr passt, aus welchem Grund auch immer, oder wir zurück wollen, dann kommen wir zurück. Und die letzten 2 Jahre waren super schön. Lebenstechnisch und basketballerisch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und in diesem Sommer sind wir beide dann zu Hause gesessen und haben gesagt, naja, Wien ist eigentlich schon eine sehr schöne Stadt und da kann man auch sehr, sehr schön leben. Und so ist es dann irgendwie entstanden. Dann ist es, jetzt sind wir in Wien. Da gibt es 3 oder 4 Möglichkeiten. Warum ist es dann Klosterneuburg geworden? Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an den Verein, wie jeder weiß, und war immer verbunden mit Klosterneuburg. Meine Freundin ist aus Wördern, also ich bin da jeden Sommer des Öfteren durchgefahren. Habe mich auch mit dem Werner jeden Sommer getroffen, einfach um über die Saison zu reden, weil wir uns sehr gut verstehen. Und ja, dann haben wir heuer ernster geredet, wie es wäre mit Zurückkommen, ob ich einen Platz bekommen würde, ob sie mich zurückhaben wollen und so. Und ja, dann hat das Gott sei Dank geklappt. Super Sache, was man so aus den Medien entnehmen kann, sind ja alles sehr hohe, mit hohen Erwartungen, die an dich gestellt werden. Aber lass uns kurz nochmal auf deine Abenteuer im Ausland eingehen. Ich habe mir das gerade vorher kurz angeschaut. London, Nestwet, da musst du uns dann kurz erzählen, wo das ist genau. Genau. Manchester und Mallorca. Genau. Lass mal kurz das Revue passieren. Wo war es am schönsten? Am schönsten, es hat alles irgendwie seinen Charme gehabt. Mhm. Angefangen hat es mit Manchester 4 Wochen, das war von Anfang an klar, dass es nur ein Übergangsvertrag war, da wollte ich nicht das ganze Jahr bleiben, aber es war mal irgendwie ein Anfang, um Fuß zu fangen irgendwie im Ausland. Nestwet war dann eine kleine Ortschaft, 1 Stunde entfernt von Kopenhagen. Aha. In Dänemark. Okay. Ja. Eine sehr, sehr schöne kleine Stadt, basketballerisch eine sehr gute Mannschaft gewesen. Und in der Nähe vom Meer im Norden, also eine Erfahrung, die glaube ich sehr schön war. Und basketballerisch war es auch sehr erfolgreich mit dem Cup-Titel. War eine sehr schwierige Situation dort, weil der Älteste war in der Mannschaft. Das ist mir mit, habe ich nicht gehabt, dass mir das mit 27 passieren wird, aber auch eine Erfahrung, die man macht. Und war im Grunde sehr, sehr schön dort. Und dieses Jahr mit London und Palma war das natürlich unglaublich schön. Eine super Stadt, London ist eine großartige Stadt und Palma und Mallorca, wunderschöne Insel. Also es war eine super Kombination irgendwie. Basketballerisch, wie ist das dann am Ende ausgegangen in Palma? Habt ihr den? Genau, Palma hat die Mannschaft zusammengestellt eigentlich am Anfang der Saison, dass sie auch mitspielen in Playoffs, hat nicht ganz funktioniert. Die haben dann unter mir dann gewechselt, 2 Spieler, und haben mich ja noch einen anderen Spieler im Jänner geholt. Und das Ziel war für uns im Endeffekt nicht abzusteigen. Sie waren am letzten Platz damals und wir sind dann 12. geworden im Endeffekt, hat aber mit dem letzten Spiel haben die letzten 6 Teams noch absteigen können. Also es war sehr spannend und war sehr erfolgreich. Ich glaube, meine Bilanz dort war 1 Sieg mehr als Niederlagen. Also hat das gut gepasst. Wie siehst du deine Entwicklung als Spieler? Was können sich die Fans der Dukes erwarten? Wie hat sich Noah Laneke verändert seit 2014, als du das Land verlassen hast? Verändert? Ich hab mich sicher nicht neu erfunden. Ich bin, glaube ich, der gleiche Spieler geblieben mit meinen gleichen Stärken, die ich damals gehabt habe. Natürlich entwickelt man sich weiter. Man lernt andere Spielstile. Es ist in Dänemark anders gespielt als in Österreich, es ist in England anders gespielt. Und in Spanien wird ganz noch einmal auf einer ganz anderen Stufe anders gespielt. Also man lernt da immer was dazu und nimmt so ein bisschen was mit. Wie das jetzt in Österreich dann ausschauen wird mit der Mannschaft, weiß ich selber noch nicht genau, wird man alles sehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich viel reifer geworden bin als vor 4 Jahren und habe auch sicherlich eine andere Rolle heuer, als ich es damals gehabt habe.
Ja, das ist eine gute Überleitung. Ich möchte nämlich gerne über die Mannschaft mit dir sprechen. Ja. Ich habe mir das kurz angeschaut. Christoph Greimeister kennst du von deiner Zeit damals. Ja. Die Tina hat mir erklärt, Lenny Burgemeister war auch schon im Kader. Ja. Aber da ist dann auch schon aus, oder? Sonst sind da lauter neue Gesichter. Ja, Walli war am Anfang auch noch dabei. Ja, guter Punkt. Ja. Sonst wird schon knapp. Clemens hat auch schon mittrainiert, glaube ich, in meinem letzten Jahr. Mhm. Ja, sicherlich, ja, das letzte Jahr schon. Aber ich kenne die ganze Mannschaft, also ist mir keiner unbekannt. Ja. Und damals waren sie noch alle kleine Bubis oder kleine Buben, ohne jetzt jemanden auf die Füße schlagen zu wollen. Und mittlerweile sind sie auch schon 22, 23 oder älter. Wird spannend zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Also wir haben jetzt eine Woche trainiert, das ist noch früh, irgendwas Genaueres zu sagen, aber man sieht, sie sind alle älter geworden. Man sieht, sie haben alle viel spielen können in den letzten Jahren, was sicher sehr wichtig war für die Entwicklung. Und ja, also rundum passt einmal alles super. Peter kenne ich auch schon lange gegen gespielt und finde ich einer der besten Spieler in Österreich, einer der besten einer der besten Flügel in Österreich auf jeden Fall. Den werde ich sicher auch noch besser kennenlernen. Und mit Max und mir ist es, glaube ich, eine gute Verstärkung, die sehr gut passt. Gib uns eine 5-Sekunden Einschätzung von, was können wir von Max Hopgarten erwarten? Eine sehr, sehr gute Saison. Wo sind seine Stärken? Was kann der bieten? Ja, Max ist, glaube ich, ein moderner Vierer, so wie jeder Trainer sich heutzutage wünscht. Er ist einer, der das Spielfeld breit machen kann, ist ein super Werfer. Kann aber auch Leute, wenn sie nur auf seinen Wurf schauen, schlagen zum Korb. Ist eigentlich sehr athletisch. Also, ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Spieler. Hat sehr, sehr viel gelernt in Spanien, hat auch im Nationalteam immer gespielt, also auch sicher viele Erfahrungen gesammelt und ist für ihn das erste in Österreich eigentlich, weil damals wir mit 17 ist er, glaube ich, nach Amerika gegangen. Also für ihn wird es auch ein bisschen eine Umstellung sein. Eingewöhnungsphase. Genau, ist auch ein bisschen was anderes, im College zu spielen und in Spanien zu spielen und dann in Österreich. Das wird mir sicher einfacher fallen. Aber ich glaube, es ist eine super Verpflichtung und ich kenne ihn auch als Menschen und weiß, dass er so gut ist. Sollte auch passen. Ausgezeichnet. Wir haben, was mich jetzt noch interessiert, wir haben über die Liga selber werde ich dich jetzt noch nicht viel fragen, da ist noch sehr viel unklar. Ja. Aber ein Team, nämlich das Team aus deiner Heimatstadt, interessiert mich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, da tut sich viel. Wie siehst du denn die Situation in Graz? Ja, Gott sei Dank tut sich was. Die Stadt hat schon ein ewig lang Potenzial. Nicht oft abgerufen wurde, um es so zu sagen. Aber es tut sich einiges. Ich glaube, sie haben jetzt drei Legionäre derzeit mit dem Anton und den Fabio Richter und haben auch schon eine gute Mannschaft mittlerweile. Mit der neuen Halle ist es natürlich jetzt ein bisschen ein Schwung, der der Stadt sehr gut tun kann und auch der Mannschaft sehr gut tun kann. Also ich hoffe, da tut sich was. Ich freue mich schon gegen die Spiele gegen den Anton. Das ist immer lustig zum Spielen. Und ich hoffe, dass sie in die richtige Richtung weiterarbeiten. Na, da sind wir mal sehr gespannt, wie das sich über die Saison entwickeln wird. Lass uns noch kurz, ihr habt jetzt noch ein Nationalteamfenster auch vor euch in den nächsten paar Wochen. Genau. Kannst du uns mal kurz erklären, wie siehst du die Entwicklung des Teams? Was erwartet ihr euch? Was erwarten wir uns? Naja, das große Ziel, das wir uns gesteckt haben, Dritte zu werden in der Gruppe, ist uns nicht gelungen. Ja. Leider nicht gelungen. War sicher ein sehr hochgestecktes Ziel, weil, wenn wir uns ehrlich sind, Georgien, war die Mannschaft, die man schlagen hätte können vielleicht. Und das ist eine unglaublich gute Basketballnation mit ACB-Spielern und mit einem unglaublichen Team. Ja. Also da darf man auch verlieren. Es ist nicht peinlich, dass wir dort verloren haben. Aber natürlich ist das Ziel, da weiter in der Qualifikation in die nächste Gruppenphase aussteigen, nicht geglückt. Das ist schade. Jetzt heißt es vollste Konzentration, dass wir die drei Gruppen jetzt gewinnen. Das ist auch nicht einfach. Da sagt man, spielt Zypern und England, da weiß man nicht viel, aber das sind beides Nationen, die auch Basketball spielen können. Also wird es auf jeden Fall einfach sein, sich neu zu konzentrieren, sich neu zu fangen. Das war sicher auch eine sehr, sehr schwere Situation mit zwei Trainerwechsel, mit dem Matthias Zollner am Anfang, der innerhalb von drei Tagen eine Mannschaft zusammenstellen sollte, die zuerst gegen Serbien spielt und nachher gegen Deutschland. Da irgendwie zusammenzufinden mit einem neuen Trainer ist sehr schwer. Und jetzt wieder mit dem Trainerwechsel mit Mike Coffin. Das ist alles nicht einfach jetzt mit den Fenstern. Früher im Sommer hat man 8 Wochen Vorbereitung gehabt, sich die Mannschaft irgendwie so einzustellen, dass es schön ausschaut. Jetzt mit den Fenstern ist es für einen Trainer natürlich schwerer.
das Glück ist, glaube ich, dass wir uns alle untereinander, die Spieler, relativ ähnlich geblieben sind. Somit sollte es hoffentlich schneller funktionieren. Du hast jetzt Erfahrung in der englischen Liga. Ja. Wie siehst du die im Vergleich zum österreichischen Niveau? Was kann man sich da erwarten? Dort wird ein bisschen amerikanischer Basketball gespielt. Mhm. Die halten sich sehr fest an College. Da gehen auch sehr viele Jugendliche mit 17, 18 aufs College oder auf Highschools. Also spielen sie sehr, sehr athletisch, unglaublich athletisch, was ich da gesehen habe teilweise. Schnell, up and down, verrückt, manchmal übertrieben, aber sehr, sehr gefährlich. Sie haben genug Spieler auch, die in vielen anderen Ligen spielen, nicht nur in England. Also wird das sicher sehr, sehr schwer. Eine spannende Kiste. Genau. Jetzt hast du angesprochen, diese vielen College-Spieler. Wir sehen auch in Österreich ein bisschen einen Trend. Wir haben jetzt Luka Brajkovic, wir haben Georgi, den Namen werde ich nicht schaffen, die beide jetzt in Amerika ans College gegangen sind. Ja. Du hast Wally im Team, der auch 4 Jahre in Amerika verbracht hat. Du hast diesen Weg nicht gewählt. Ja. Wir haben viele talentierte Spieler auch bei den Dukes, die auch in ein paar Jahren vor dieser Entscheidung stehen wollten. Ja. Jetzt wollte ich dich mal kurz fragen, wie siehst du das jetzt rückwirkend? Rückwirkend bin ich froh, dass ich nicht gegangen bin. Bei mir war es damals so, wenn ich gegangen wäre, hätte ich ein Jahr nicht spielen dürfen, sondern nur trainieren dürfen, weil ich schon in einer professionellen Liga gespielt habe. Deswegen wollte ich sowieso nicht gehen und ich bin ein Fan des europäischen Spiels, wenn man so sagen will. Mehr strukturiert und analysierter, hätte ich gesagt. Mhm. Wenn Spieler die Chance, dass sie aufs College kommen, ist es natürlich eine super Sache, wenn man das verbinden kann mit einer Ausbildung. Ja. Und man kriegt auf vielen Colleges was geboten, was in Europa auf so einem Level nicht gibt. Wo der George jetzt ist, das ist, oder der Luca, das sind Colleges und das sind Hallen und Umstände, die du kaum in einer anderen Liga in Europa findest. Und das ist sicher eine schöne Erfahrung. Und wahrscheinlich auch, weil es beim Jakob so gut funktioniert hat, denken sie sich, vielleicht funktioniert es bei mir auch. Es gibt positive Beispiele für Spieler, die aufs College gegangen sind. Ja. Es gibt negative Beispiele, die ein bisschen untergegangen sind. Das hängt immer vom Spieler drauf ab. Das hängt von der Situation drauf ab. Ich würde nicht sagen, ich würde jeden jungen Spieler aufs College schicken und der kommt besser zurück. Für viele Spieler ist es aber gut. Ich bin noch immer ein Fan von der europäischen Art und Weise, aber es gibt genug Gründe, warum man auf ein College gehen kann. Gut. Du bleibst indifferent. Das ist meine Zusammenfassung aus dieser Antwort. Vielen Dank, nichtsdestotrotz, für dieses wunderbare Interview und viel Glück im Erfolg in der diesjährigen Saison.